Die Lokomotive ist Eigentum unseres Vereins, der Fränkischen Museumseisenbahn Nürnberg. Und das schon seit 1993. In diesem Jahr haben wir nämlich die Lokomotive von der Deutschen Reichsbahn übernommen. Die war nie außer Betrieb. Also wir haben sie aus dem Betriebsbestand der Reichsbahn zu uns geholt nach Nürnberg und sind seither mit der Lokomotive schon viele, viele, ja wahrscheinlich Zehntausende Kilometer unterwegs gewesen und freuen uns, dass die Lokomotive ja so Beachtung findet bei unserem Publikum und den Fahrgästen. Die Lokomotive wiegt mit Tender und man rechnet das mit 2/3 der Vorräte 136 Tonnen. Wir führen 10 Tonnen Kohle und 30 Kubikmeter Wasser mit, wobei für die ungefähr 200 Kilometer Fahrstrecke insgesamt von unserem Betriebsgelände in Nürnberg Nordost hier nach Saal an der Donau haben wir etwa 20 Kubikmeter Wasser gebraucht und ich schätze so in einer Größenordnung 3 bis 4 Tonnen Kohle. Wir hatten einige Steigungen zu bewältigen unterwegs. Da erklärt sich natürlich auch der Verbrauch. Wir sind von Hartmannshof bis kurz nach Neukirchen in der Oberpfalz einen doch beachtlichen Anstieg gefahren, die sogenannte Hartmannshofer Steige. Es ging dann auf der anderen Seite natürlich etwas wieder runter. Und dann gab es noch mal eine etwas kleinere Steigung auf dem Weg nach Regensburg. Und im Wesentlichen ist die Strecke sonst eben verlaufen.